Moin, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der Permadeath Edition. Wir sind hier immer noch mit einer Basis ein bisschen am Basteln. Ich werde mal gerade den Computer checken und dann gucken wir mal, ob wir noch was anderes machen können. Wenn es dann aufhört zu ruckeln hier schon wieder. Was ist denn hier schon wieder los, Mann? Das gibt sich immer, wenn ich hier die Episode, die Aufnahme starte, dann ist hier nur der Mann. Das ist ein bisschen nervig, ich weiß auch nicht. So, ich gehe mal kurz hier runter. Zum Basiscomputer. Wir müssen wieder ein paar Sachen lernen, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Encrypted. Wer den Schlüssel eingeben, um vorzufahren? Warten. Immer noch encrypted, okay. Konvergenz. Auch nicht richtig, okay. Lebensform. Archiv unlocked. Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Daten wiederhergestellt. 74%. Dann haben wir es ja schon bald, ne? Neue Daten verfügbar. Archiv durchsuchen. Eintrag 4925X folgt. Ich habe heute noch einen von Ihnen gesehen. Auf der Raumstation. Er sah mich an, als wäre ich gar nicht hier. Er starrte direkt durch mich hindurch. Es war nur ein Gag, als ich zurückkam. Biete ich mir das nur ein? Die Daten verfügbar. Protokoll wiederhergestellt. Baupläne zum Gesetz und bereits zum Unterladen. Okay. Basistechnologie, Daten extrahiert, Pläne werden runtergeladen. Pläne für den Aussehensmodifikator wiederhergestellt. Wiederherstellung des lesbaren Archivs abgeschlossen, beginnt mit der Deformation des nächsten Segments, okay. Das dauert jetzt einen Moment, oder? Muss ich den jetzt bauen, oder? Warte mal. Ich muss den echt bauen. Wo soll ich den hinstellen? Der ist doch ein bisschen doof. Muss ich jetzt echt die Basis ausbauen hier dort? Der Aussehensmodifikator ist doch so groß. Hä? Warum will er den da unten hinbauen? Ich kann versuchen, ihn hier erstmal hinzubauen. Ne, geht nicht. Die Hitbox ist zu groß. Warum will der das da unten hinsnappen? Würde mich mal interessieren. Ich muss den echt hier irgendwo hinbauen. Das ist ja blöd. Da müssen wir gerade mal ein bisschen was ausbauen. Das ist jetzt doof. Ich will doch was anderes machen eigentlich jetzt gerade. Haben wir hier gerade ein Loch in der Butze. Warum geht das nicht? Da kann ich es nicht bauen. Achso, weil das Raumschiff da ist, ne? Yep. Das ist ungünstig. Da müssen wir auf die Seite gehen hier, ne? Kann ich das denn wenigstens nicht dazu machen? Ne, darf ich auch nicht, weil das Raumschiff im Weg ist. Toll. Yikes. Ja, dann komm mal her kurz. Wir müssen kurz woanders landen. Du stehst im Weg. Du stehst im Weg. Die Hitbox ist aber auch riesig von den Raumschiffen. Hier habe ich das Gefühl, ne? Ja, landen. So. Stehen wir natürlich wieder kilometerweit entfernt. Warte, Basis, nee, es geht noch, okay. Ja, baue ich jetzt da an oder baue ich da drüben an? Ich weiß noch nicht genau. Ich baue hier auch nochmal an. Ich muss hier eigentlich noch weiter bauen hier nachher. Ist natürlich nicht hübsch, aber hey, was soll's. Wir bauen erstmal einfach nur minimal an. Wände. Das müssen wir später nochmal ändern. Ist jetzt wieder nur ein Provisorium, wie immer. So. Okay. Wo ist denn der Aussehensmodifikator? Hier war der nicht. Wo war denn der? Hier ist doof. Da ist er. Dann setzen wir gerade hier hin. Ist egal. Wir müssen ihn nur kurz bauen und dann können wir ihn wieder abreißen. Dass wir das auch fertig haben. Okay. Dass wir das mit nicht abschließen können. Ja, dann haben wir nämlich die Standardsachen weg. Encrypted? Ja, ja, ja. Warnen. Unlocked. Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Daten wiedergestellt. 82%. Daten verfügbar. Archiv besuchen. Eintrag 4295X folgt. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Stunden zu... Aber die Sonne geht bereits unter. Die Sonne wird schwächer.
Ich kann die dicken Ringe, die sich um dieses legen, kaum durchdringen. Ich muss mich beeilen. Sie dann verfügbar, Bauprotokoll wiedergestellt, Baupläne zusammengesetzt und bereits zum Unterladen. Exoanzugtechnologie, Daten extrahiert. Pläne werden runtergeladen. Eigenes Upgrade-Modul aus Datenresten synthetisiert. Wiederstellung des diesmaligen Archivs abgeschlossen. Beginnen mit der Deformatierung des nächsten Segments. Okay. Minenlaser C. Kann ich den gebrauchen? Ich habe ja jetzt ein neues Multiwerkzeug hier, aber ein bisschen Platz. Soll ich es einbauen? Blitzwerfer. Ne, Blitzwerfer habe ich schon. Was war denn das andere? Hätte ich noch irgendwas da? C. Ist da erstmal hin. Dauert es jetzt hier ein bisschen? Ich weiß es nicht genau. Wir gucken mal gerade. Eine Roma-Geobucht bauen. Das ist ein bisschen blöde. Kann ich die Geobucht irgendwo anders hinquetschen? Ich würde jetzt ungern hier auf den Rasen knallen, weil dann sieht der nicht mehr so geil aus. Können wir das hier hinbauen? Ist das okay? Paraffinium brauche ich. Metallplatten. Metallplatten habe ich im Safe. Paraffinium. Weiß ich gar nicht, ob ich Paraffinium habe. Sieht jetzt nicht mehr ganz so schick aus, aber hey. Paraffinium. Habe ich das? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Paraffinium? Nein. Ich glaube, das konnte ich mir kaufen, ne? Dann brauche ich es nicht extra sammeln. Ja, müsste ich gerade besorgen. Gehen wir kurz durchs Portal und holen das kurz drüben. Ich meine, da können wir aber auch Paraffinium holen. Hier im Yara oder wo war das? Irgendwo konnte man das holen. Ich guck mal gerade. Dann haben wir das auch gleich weg und dann weiß ich gar nicht, ob wir dann nochmal... Ich brauche eigentlich noch Kobalt, ne? Ich muss eigentlich noch eine Kobaltfarm bauen. Wir brauchen Kobalt. Ich würde aber gerne auch mal gucken, dass wir ein bisschen weiterkommen jetzt hier. Wir müssen halt noch ein paar andere Sachen erledigen. Haben wir hier Paraffinium? Tritium haben wir hier. Nehme ich das mal gerade mit. Kabelbäume nehme ich mal 10 Stück mit, zur Sicherheit. Ist ja auch schon eine halbe Million, nur aus alter Schwede. Kommt hier noch einer vorbei? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Immer wenn ich was brauche, kommt keiner vorbei. Mal gucken, gerade eine andere Station. Achso, wir müssen ja für den... Guck mal bei Muna mehr gerade. Wir müssen ja für den Waffenschmied auch noch was erledigen. Da war ja noch was. So, Muname-System. Komm schon. Pygnium haben wir hier. Na toll. Pygnium brauche ich aber gerade nicht. Auch keine, ne? Es kommt halt auch keiner vorbei gerade von Verkäufern. Okay, guck mal das dritte und letzte System nach kurz, dann ist egal. Dann machen wir jetzt was anderes. Ich will gucken, dass ich halt ein bisschen weiterkomme. Bikoku, gehen wir nach Bikoku. Gucken wir da mal. Wenn da nichts ist, gehen wir in unser eigenes System wieder zurück und dann gucken wir für den Waffenschmied. Müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, wieder im falschen Spiel. Der Waffenschmied ist ja, glaube ich, gar nicht. Waffenexperte? Keiner? Keiner. Das ist jetzt nicht so viel. Ammoniak gibt es hier, das hilft mir auch nicht weiter. Dann ist egal. Dann gucken wir gerade mal zu Hause, was ich noch erledigen muss. Da. Zurück zur eigenen Butze. Dann gucken wir mal, was wir noch für Missionen haben.
Ich will nämlich gerade ein bisschen weiterkommen, dass ich erstmal hier gegen ditche. Wie immer. Und dass ich hier ein bisschen weiterkommen. Okay, was haben wir hier? Ausbildung der Basis. Waffenforschung. Waffenfabrik zerstören. Ach, das war die Geschichte. Ich habe aber keine gute Waffe. Wie viel Nanit habe ich? 417. Das ist jetzt nicht so viel. Oh, Backe. Planetare Kreaturen-Scan. Waffenfabrik. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das mit der Waffenfabrik machen. Weil das wird ewig dauern, die kaputt zu machen mit dem, was ich hier habe, ne? Blitzwerfer. Oder wir gehen kurz zur Anomalie und checken mal, ob wir gerade ein paar Standard-Upgrades holen können, dass wir ein bisschen besser sind, weil mit dem Standard-Ding ist das nicht so geil. Wir haben ja nicht so viel Nanit. Wir müssten eigentlich mal Nanit farmen, ne? Ich guck mal gerade. Wir gucken mal gerade wegen der Anomalie. Hier holen wir uns gerade... Nein, nicht das. Die Anomalie rufen. Da wollen wir hin. Dann gehen wir da kurz hin. Dann gucken wir kurz, ob wir uns dann... Ja, wahrscheinlich das Standard-Blitzwerfer-Upgrade holen können, ne? Problem ist, 417 Nanit ist ja nicht viel. Wir müssen noch ein paar planetare Kreaturen scannen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das können wir zwischendurch noch machen. Wobei, wir müssen wahrscheinlich einen anderen Planeten finden. Dann müssen wir gucken, dass wir das langsam mal fertig kriegen. Und ja, ich bin halt überlegen, ob wir dann vielleicht auf den verlassenen Frachter gehen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, jetzt mal zu testen. Ich würde den Gärtner halt noch zusammen kriegen, weil den Gärtner hatten wir halt gehabt und da waren wir auch bei Level 30 in Staffel 3. Kann ich dir was geben? Beziehungsweise gibst du mir noch Nanit? Das wäre toll. Aber wahrscheinlich habe ich nicht genug gescannt. Gucken wir mal. 55 Nanit, naja, besser als gar nichts wahrscheinlich. Kannst du mir auch noch was geben oder eher nicht so? Das war nicht wirklich viel, ne? Ja, ein bisschen. Also kannst du sagen, knapp 100. Etwas mehr als 100. Na, gucken wir mal gerade. So, mein Freund, ich brauche gerade ein bisschen Upgrades. Damit wir eine Waffenfabrik angreifen können. Was haben wir denn hier? Neutronenkanone. Streublaster wäre jetzt nicht so teuer. Impulswerfer habe ich eigentlich immer genommen, ne? Problem ist nur, wir brauchen 180, 180, 180 und 250. Hier könnten wir beides machen, dann hätten wir das direkt, aber das ist halt Nahkampf, ne? Kampfvisier bräuchten wir allerdings auch noch. Mache ich nochmal Impuls. Impuls ist natürlich nicht so stark, ne? Ja, komm, nehmen wir mit. Ist egal. Den können wir noch mitnehmen. Jetzt reicht es nicht mehr, ne? Ja, 92. Wir könnten aber gerade noch das Kampfvisier upgraden machen. Das wäre noch wichtig. Okay, mehr geht leider nicht. Wir brauchen noch 360 Nanit eigentlich. Deuterium müssen wir herstellen, das kriegen wir aber hin. Und Solarspiegel brauchen wir einen. Können wir den herstellen? Weiß ich gar nicht. Kampfvisier können wir einbauen. Oh, schon wieder fast alles eingebaut hier, wow. Haben wir natürlich nicht so viel Deuterium und wir brauchen einen Solarspiegel. Ich weiß nicht, ob wir noch... Haben wir den gelernt? Ne, haben wir genau nicht gelernt, toll. Die haben die anderen Sachen aber auch nicht gelernt. Die Batterien bräuchte ich, die müsste ich lernen. Das heißt, ich muss demnächst mal ein bisschen Atlantidium farmen. Das wäre, glaube ich, das Schnellste. Ich habe sonst mal nach merkwürdigen Vorkommen gesucht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen Sonderware geworden halt, weil bisher habe ich nichts mehr gefunden auf dem Planeten. Aber normalerweise müsste es die eigentlich immer noch geben. Achso, wir können ja zur Basis zurück, ich bin auch doof. Ich brauche doch nicht zurückfliegen.
Dann spare ich mir den Treibstoff. Deuterium müssen wir gerade machen und dann gehen wir zur Waffenfabrik. Ich hoffe, dass der Damage dann zumindest ein bisschen reicht. Wir haben jetzt leider keine extra Upgrades dafür. Ich hätte gerne wieder ein paar, aber wenn wir dann sowieso ein paar Wächter kaputt machen, können wir ja noch ein bisschen was sammeln. Das Blöde ist halt nur, wir können es halt nicht lesen, ne? So, Natrium fahren, dann gehen wir da zurück. Dann bauen wir das gerade und dann geht es direkt zur Waffenfabrik. Das wird wahrscheinlich ewig dauern, ich sehe das schon. Haben wir Wasserstoff noch? Die Wasserstoff haben wir noch da und Tritium auch da. Aber wir kriegen nur 195 zusammen. Das ist schlecht, wir haben nicht genug Deuterium. Nicht genug. Die Wasserstoff. Mist. Habe ich noch Wasserstoffzellen da? Die kann ich aber nicht umbasteln, ne? Die kann ich zum Bauen gebrauchen, aber nicht dafür. Hier, Deuterium haben wir noch 25. Okay, dann reicht es. Das heißt, wir brauchen 175. Das kriegen wir hin. Was brauchen wir noch? Jetzt müssen wir gerade gucken. Ein Solarspiegel. Sehe ich hier gerade nicht. Mist, das haben wir nicht. Ich muss einen besorgen. Ja, sieht aus, wenn ich noch einen besorgen muss. Na toll. Aber das können wir verkaufen. Okay. Du hast ja gesagt 175, ne? Ja. Haben wir 175 und dann müsste das reichen. Dann können wir das gleich noch einbauen und Solarspiegel müssen wir uns dann besorgen. Was? Hä? Wie 141? Sich veräppeln? Wieso ist der nur bis 141? Was ist das denn für ein Blödsinn? Egal. Wie viel habe ich jetzt? 166. Was brauche ich? 75? Also 9. Nee, ich brauche jetzt 200, also 34. Hört er bei 141 auch, was ist das für ein komischer Wert? Das ist doch irgendwas kaputt, oder? Sonst hätte er das doch mal bis 125 durchgesetzt, oder bis 250. Merkwürdig. Egal. Wir machen das gerade fertig. Muss ich halt nochmal auf Knopf drücken. So. Das können wir mitnehmen. Das packen wir da erstmal rein. Können wir das fertig bauen? Und jetzt brauchen wir hier noch einen Solarspiegel. Das heißt nochmal zur Basis. Ne, das vorherige System, aktuelles System, gehen wir dahin. Und da ist ein Solarspiegel gerade zum Kaufen. Und dann gucken wir uns die Waffenfabrik an. Da haben wir jetzt nicht so viel geschafft, aber ich hoffe mal, das ist okay. Wir müssen noch mal 10 Stück mehr, dann haben wir ein bisschen Reserve. Okay, haben wir eingebaut. Ist jetzt nicht so viel. Magazingröße 20. Konnte ich noch irgendwas einbauen? Ne, leider nicht, ne? Aufladezeit-Scan-Radius könnte ich noch einbauen. Aber beides nicht. Ein Ionen-Akku und magisiertes Ferrit können wir noch mal machen. Okay, dann gehen wir zurück. Dann lade ich das gerade noch ab. Und dann gucken wir gerade nach der Waffenfabrik. Das Problem ist nur, ich befürchte, das wird ewig dauern, ne? Mal gerade gucken, wie das munitionsmäßig aussieht. Wie viel Munition haben wir? 1000? Oh, das wird nicht reichen. Wir haben kein Eisen hier am Start, echt.
Das geht erstmal weg. Das geht erstmal weg. Das habe ich intelligenterweise nicht verkauft. Dioxid sehe ich jetzt gerade hier nicht. Fuck mal, das ist noch weg, ist egal. Mach das da rein. Dioxid habe ich ein bisschen in der Tasche da. Natrium würde ich ein bisschen auffüllen. So. Tja, jetzt ist die Frage. Wir haben sonst nichts anderes, ne? Ja, sieht so aus. Egal, dann haben wir das Dioxid da durch. Hatte ich Dioxid eigentlich als Farm? Weiß ich gar nicht. Mach mal ein bisschen was noch als Munition. Wie viel habe ich jetzt noch in der Tasche? Das können wir noch aufladen. 43, nicht mehr viel. Oje, oje. Wo ist denn die Waffe? Ah, ne, kann ich nicht gucken, wie weit die entfernt ist, ne? Das kann ich nicht gucken, ja, okay. Ist egal. Das wird das natürlich im Moment dauern. Dann können wir uns daraus so ein bisschen Munition basteln. Ich hoffe, das reicht dann. Weil ich jetzt nicht weiß, wie viel wir da brauchen. Das habe ich immer noch nicht repariert, weil der Warp-Hyperkern, den müssen wir noch lernen. Haben wir immer noch nicht gemacht. Da hätte ich wahrscheinlich das Zeug gebrauchen können. Egal, passt schon. Das dauert noch 2,5 Minuten, echt? Was mache ich denn so lange? Raffiniertes... warte mal, gucken wir mal gerade. Habe ich genug Material, um das fertig zu bauen? Magnesium, Ferrit haben wir noch hier. Kobalt habe ich noch hier. Brauchte ich noch irgendwas? Ich guck mal gerade. Ionen-Akku einer. Können wir bauen. Können wir das fertig bauen? Dann bauen wir den auch noch ein. Auch eingebaut? Okay. Oh, das ist auch schnell erledigt. Nice. Das ging ja ziemlich schnell jetzt. So, 50% haben wir. Da. Reicht nicht. Mist. 4000 Schuss wird das nicht reichen. Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich gegen alle kämpfe und ich so schlecht treffe. Muss ich gucken. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen ja eigentlich nur in die Fabrik rein, müssen da kurz das lösen und dann müssen wir eigentlich alles kaputt machen. Andererseits würde ich gerne auch nebenbei versuchen, ein bisschen Glas zu farmen. Das heißt, die Episode wird ein Tucken länger werden. Ich hoffe, das geht. Müssen wir mal schauen. Und dann haben wir da auch noch ein bisschen was gemacht. Wenn ich denn gut, also stark genug bin. Wenn ich merke, okay, ich bin nicht stark genug, dann macht das wahrscheinlich keinen Sinn. Da müssen wir nochmal schauen. Komm, wir machen das jetzt aus. Das muss reichen. Ich will jetzt hier nicht stundenlang warten. Das dauert zu lange mehr. Gerade hier schon wieder. Aber ist auch gerade wieder ein bisschen spontan. Also von daher. Achso, Leben könnte ich gerade mal auf upgraden wieder hier. Mit Sauerstoff. So. Okay, wo müssen wir hin? Zur Waffenfabrik. Zeigt er mir das hier an? Zeigt er mir nicht an. Waffenforschung, da lang. Wie weit entfernt? Ungefährer Standort. Ist gar nicht so weit, hier. Das sieht nach Waffenforschung aus hier dann, oder? Da sind Wächter unterwegs. So, wo ist die Eingangstür? Hier? Ne, da ist sie nicht. Da ist sie. Also von der Seite.
Tür kaputt. Okay, landen. Dann schick mal die Jäger. So, wo sind die Jungs? Ich sehe sie nicht. Den habe ich drin, der Terrain-Manipulator. Der hilft mir gerade nicht weiter. Boah, bin ich langsam. Wo sind die denn? Da hinten? Das sieht doch nichts. Also. Oh, Backe, nee, das funktioniert nicht. Komm, wir machen das gerade mit der Fabrik einfach und das ist gut. Das ist ja so lahmarschig, das Ding. Das Problem ist, wir können es nicht lesen, ne? Effizienz 95% Fabrik hat wirklich mit der Produktion illegaler Waffen zu tun, so wie es der Wikin behauptete. Ich soll die Produktion stilllegen und versuchen, etwas über die Systeme zu erfahren. Abschalten. Neuer Bauplan akzeptiert. Produktion beginnt. Ich schalte die Fertigungsanlage ab und tausche dabei die Baupläne gegen etwas Harmloses aus. Die Fabrik wird fürs erste Glühbirnen produzieren. Ich nehme eine Kopie des Waffenbauplans der vorherigen Produktion, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Okay, dann haben wir schon erledigt. Das ging jetzt ziemlich schnell. Ich dachte eigentlich, dass wir noch ein bisschen was bekämpfen können hier, aber... Oh, die sind da hinten. Das wird zu lange dauern. Komm, wir gehen einfach, oder? Wobei, noch haben wir eigentlich Alarm. Guck mal, das ist da hinten. Siehst du das? Tja. Was mache ich jetzt? Fliege ich hier aber weg jetzt, oder? Weil ich habe eigentlich noch Status. Jetzt habe ich Dreier-Status. Aber ist keiner da. Guck mal, die stehen alle da hinten. Sobald ich losfliege, ist hier nur der Mann. Verstärkung trifft ein. Okay, wir warten mal. Ah, dann ist ja doch interessant jetzt. Wo ist er denn? Schön auf 2 runter. Die finden mich auch gar nicht, ne? Wo sind denn die ganzen Wächter? Guck mal, hier ist meilenweit keiner zu sehen. Die sind alle da hinten? Wieso sind die eigentlich alle da hinten? Ich habe das Gefühl, die sind alle bei meiner Basis. Kann das sein? Das ergibt keinen Sinn. Ist doch schon egal. Das war jetzt ein bisschen unspektakulär. Ich glaube, die waren alle bei meiner Basis, habe ich das Gefühl. Weil die waren alle hier hinten. Das macht jetzt so nicht direkt Sinn, aber okay. Okay, mein Freund. Du hast die Produktion, ihre Produktion stillgelegt, Andringling. Vielleicht machen wir doch noch einen Wikin aus dir, bestätigen. Ausgezeichnete Arbeit, Andringling. Gra. Hast du auch eine neue Technologie erhalten? Hier, ich entschlüssel sie für dich. Wir werden dein Training fortsetzen. Waffen sind nutzlos, wenn sie nicht eingesetzt werden, ohne den Ruhm eines rechtschaffenden Krieges. Phasenstrahl haben wir gekriegt, okay. Stehle deinen Mut, Andringling. Piraten haben unsere Welt entdeckt. Gra, sie sind gute Übungsziele für deine Waffen. Angriff, Gra, Angriff. Verbrenne ihre Geschwüre der Bösartigkeit und Sünde. Lass sie wissen, dass dieser Himmel nur uns allein gehört. Als wenn der Waffenmeister von den Piraten erzählt, beginnt er zu zittern. Ich habe ihn gegenüber anderen Lebewesen noch nie solche Leidenschaft, solchen Hass äußern sehen. Der Waffenmeister erzählt mir von der Anwesenheit von Piratenschiffen, die diese Welt umkreisen und bittet mich, gegen sie zu kämpfen. Okay. Gra, kämpfe tapfer, Andringling. Erledige sie, bevor sie die Aufmerksamkeit weiterer Wächter auf unsere Heimat richten. Okay. Tja, dann machen wir die kaputt, aber ich würde sagen, machen wir dann in der nächsten Episode. Das war jetzt wieder ein bisschen sehr unspektakulär, die Episode. Das tut mir leid. Aber ich hoffe, das war trotzdem okay.
Denn ich stehe wieder auf dem kurzen Fuße und ja, wir gucken mal weiter. Aber ich will gucken, dass ich jetzt hier so ein bisschen die Grundsachen wegkriege. Also im Grunde genommen Waffenexperten jetzt noch ein bisschen weiter, aber nicht mehr viel. Ich will halt gucken, dass wir jetzt auch den Gärtner kriegen. Das heißt, ich könnte mal gerade gucken, ob wir zum Aufseher zurückkehren können. Dann gehen wir kurz zum Aufseher noch zurück. Wollen wir gucken, was er noch kurz will. Langsam kommt alles zusammen. Wir sind jetzt bereit, einen Gag-Farmer aufzunehmen. Ah, der Farmer, okay. Ich habe auch schon den Vertrag aufgesetzt. Jetzt musst du nur noch das nötige Solanium für die Fertigstellung deiner Werkstatt sammeln. Aber der Gekyuping erlangt mehr Selbstvertrauen und möchte mein Zuhause erweitern. Ich kann schwer widersprechen, da ein Farmer völlig neue Möglichkeiten eröffnen würde. Der Aufseher benötigt zur Fertigstellung des Landschaftsterminals Pläne Solanium. Solanium ist auf heißen Planeten zu finden und erfordert bei einem... den Erntehandschuh haben wir ja schon. Es ist nicht einfach, in freier Natur in Solanium anzukommen, was wiederum den Wert eines Farmers verdeutlicht. Ja komm, dann gehe ich kurz hier runter und hole kurz ein bisschen Solanium. Das kriegen wir gerade noch hin. Ich habe doch Solanium hier, oder? Haben wir das hingeschmissen hier rein? Dann mache ich das gerade noch fertig, wenn ich gerade schon hier bin. Ich meine, Solanium habe ich geholt. Da, Solanium. Ich bin hier schon einen Schritt voraus, mein Freund. Zumindest dir jetzt hier gerade. Wahrscheinlich gleich nicht mehr. In diesem Zyklus ist es einfach ein Farmer. Ist er einfach ein Farmer? In anderen ist er unentwegt zerstörerisch. Doch kein Grund zur Sorge. Das, was man nicht sehen kann, geschieht auch nicht. Die Beschreibung des Aufsehers von diesem potenziellen Farmer ist, gelinde gesagt, bedenklich. Versucht man mich zu wirren oder ist es ein Geheimnis, das nur zufällig gelüftet wurde? Nicht nachfragen. Der Aufseher beobachtet mich, als ich gehe. Ich kann nicht genau einschätzen, was er wirklich denkt. Jetzt kann ich hier wieder hingehen. Gut, dann machen wir das gerade fertig. Dann haben wir das auch gerade. Ich freue mich, dich zu sehen, mein Freund. Die Wikin-Technologie hat dich hoffentlich beschützt. Ich habe das nötige Solanium für die Fertigstellung der Pharma-Werkstatt. Ich bin schon gespannt, wie ein zweiter Gag auf meinen Aufseher wirkt. Er hat bestimmt noch nicht viele Worte mit dem Wissenschaftler oder dem Waffenmeister gewechselt. Solanium geben. Ah, das Farmen. Wir endlich frei von Wächtern... Was? Wir endlich frei von den Wächtern werden, die Erde ausbeuten und uns im Handeln üben. Okay. Der Kohlenstoff, das kriegen wir alles hin. Landwirtschaftsterminal können wir dann abbauen in der nächsten Episode. Sobald du unseren Farmer rekrutiert hast, willst du bestimmt umgehend handeln, um von unserer prächtigen Ernte zu profitieren, ohne hin und her gezerrt zu werden. Keine Angst, mein Freund. Ich werde dafür sorgen. Ich benötige lediglich ein paar Schaltplatten für die Fertigstellung der Pläne unseres eigenen Handelsterminals. Der Aufseher benötigt Schaltplatten für die Erstellung eines Bauplans für einen galaktischen Handelsterminal. Der Korvex-Wissenschaftler sollte die notwendigen Bauteile bereitstellen können. Okay. Das machen wir dann, aber der ist noch nicht so weit. Da brauchen wir auch noch ein bisschen was. Mir scheint der Eifer des Handels zu fehlen, der dem Gag innewohnt. Trotzdem wäre es praktisch, von meinem Zuhause aus auf den galaktischen Markt zugreifen zu können. Das machen wir. Aber wie gesagt, dann in der nächsten Episode. Haben wir noch ein bisschen was freigeschaltet. Dann geht es in der nächsten Episode weiter. Dann sind wir endlich wieder da, wo wir in der dritten Staffel, ja, ich hätte schon mal gesagt, aufgehört haben. Dann haben wir nämlich endlich den Gärtner. Und dann müssen wir gucken, dass wir noch ein paar Farben würde ich gerne noch an den Start kriegen. Ich muss mal gucken, ob wir das jetzt noch machen oder ob wir dann tatsächlich mal uns die... Ja, wie ist das? Das verlassene Raumschiff nochmal angucken. Die verlassene Frachter. Das muss ich dann mal schauen. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.